Insgesamt finde ich, kommt diese dänische Mannschaft vor allen Dingen auch über ihr Kollektiv im mentalen Bereich. Also sie haben eine hohe Bereitschaft, in den Umschaltphasen komplett nachzuschieben in die Offensive, aber auch in die Defensive. Sie haben eine gute Offensive, sie spielen viel über Flanken, versuchen viel, ja, eine Boxpräsenz auch zu entwickeln, auf die ersten, zweiten Bälle zu gehen, arbeiten mit Distanzschüssen. Und ich glaube, wir müssen uns nicht über die Qualitäten der Stürmerin unterhalten. Da wollen wir die Duelle gewinnen, da wollen wir eklig sein, da wollen wir auch gleich, ja, zeigen, dass wir bereit sind, alles anzunehmen, was auf uns zukommt, und natürlich dann unser Spiel machen. Und das werden wir immer versuchen, egal gegen welchen Gegner. 70% schauen wir auf uns, 30, 40% schauen wir auf den Gegner. Mal auf die eine oder andere Keyplayerin ein bisschen mehr, das ist ja auch klar. Aber das machen unsere Spielerinnen sehr, sehr selbstständig und eigenständig. Ich erwarte ein anfangs wahrscheinlich sehr kampfbetontes Spiel, weil ja zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die auf Augenhöhe sein werden. Und ja, wir werden uns natürlich gegenseitig nicht schenken wollen. Bei uns werden morgen auch nicht wenige Zuschauer da sein. Und von daher ist die Freude, die wir eh schon haben, noch größer. Und wir können es jetzt wirklich kaum erwarten, dass wir morgen dann auch endlich selber auf dem Platz stehen.